Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem YouTube-Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin Engel Christiane und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und im himmlischen Recht die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Und ich bin der zweite von insgesamt 6 Erdenengel in Menschengestalt, die von Gottvater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, euch Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und euch so zurück in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein, zurückzuführen. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin. Und wer möchte, kann sich auf diesem Weg von mir oder Erzengel Heike mit Reiki, einer persönlichen Kartenlegung oder auch einem persönlichen Coaching unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung schneller voran und damit auch in der vollständigen Heilung schneller ankommt. Ihr findet hier meine E-Mail-Adresse, meine Homepage sowie auch den Link zum Kanal von Erzengel Heike und auch meine verwendeten Kartendecks. Wenn du also rechts neben dem Videonamen oder unterhalb auf das kleine Wörtchen mehr klickst, dann geht die Infobox auf und darin findest du alles. Du findest hier auf diesem YouTube-Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle möchte ich jedem Einzelnen in seinem eigenen Interesse dringend raten, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie auch umzusetzen. Du findest auf diesem Kanal auch kostenlose Kollektivlegungen über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil in einer persönlichen Legung natürlich deine Energie eingefangen wird. Und darüber hinaus erhältst du auch in einer persönlichen Legung zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du in einer kollektiven Legung nicht erhalten kannst und auch nicht erhalten wirst. Wichtig ist bei einer kollektiven Legung, dass du dir nichts passend machst, was nicht passend für dich ist. Du dir also keinen Schuh anziehst, der nicht zu dir passt, weil er nicht zu dir gehört. Fühle und höre gut in dich hinein, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Und das kann ein Wort, ein Satz, ein Teil der Legung oder auch die komplette Legung sein. Genauso gut kann es aber auch sein, dass du gar nicht mit dieser Legung in Resonanz gehst und beim nächsten Mal kann das schon wieder ganz anders sein. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eine persönliche Legung natürlich immer besser für dich. Rede dir nichts schön und leugne nichts weg, denn damit schadest du nur dir selbst. Du blockierst dich damit in deiner eigenen Entwicklung und schlimmstenfalls kommst du vollständig zum Stillstand, was fatal für dich wäre. Personenkarten sind in dieser jetzt kommenden kollektiven Legung geschlechterneutral. Das heißt, wenn ein König fällt, kann das genauso gut eine Frau darstellen und umgekehrt. Meine Videos sind alle zeitlos und sie haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn du ein Video von mir dich gefunden hat. Ich deute die Karten nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber nicht ausschließlich, sondern ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater,
die ich ebenfalls ausspreche, und zwar genauso, wie ich sie reinbekomme. Also auch in der Tonart, die ich von meinem Großvater mitbekomme. Ich möchte dies nur als Vorwarnung sagen, denn mein Großvater ist nicht nur lieb und gütig, sondern er kann auch sehr wohl bestimmend, sehr böse und auch sehr wütend werden. Und das ist immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit auch gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn alles im Leben eines Menschen läuft nach Seelenplan. Der ist quasi das Drehbuch deines Lebens. Zufälle sind eine Illusion des Menschen, denn in Wahrheit gibt es gar keine Zufälle. Wenn euch mein Video, meine Legung oder mein Kanal gefällt, dann bist du immer herzlich eingeladen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Vergiss dann bitte nicht, die Glocke zu drücken, denn dann wirst du automatisch von YouTube über alles Neue auf diesem Kanal hier informiert. Ich freue mich aber auch über ein kostenloses Like oder einen Kommentar von dir als Zeichen deiner Wertschätzung mir, meiner Arbeit, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. Und nun möchte ich hier heute zu der Legung kommen. Schaffen wir ein wenig Raum. Großvater, was mag heute dem Kollektiv gesagt werden? Welche Energien sind im Feld? Was ist wichtig hier anzusprechen? Was muss gesagt werden? Schauen wir einmal weiter. So, ja, das sind alles wieder runtergefallen. So, jetzt werde ich das einmal kurz ausrichten, damit auch ihr die Karten gut sehen könnt. Und dann muss ich einmal kurz reinspüren, um was es hier heute geht. Ja, ja, mal gucken. Gut, dann beginnen wir mit der zentralen Karte. Ich habe hier heute keine
Doch, ich habe hier die Königin der Schwerter. Da gucken wir gleich nochmal, ob da noch Näheres zu kommen möchte. Aber das bist nicht du. Ja, ansonsten habe ich ja keine Personenkarte. Und dann nehmen wir das so, wie es ist. Du scheinst dich im Augenblick gerade in einer Situation zu befinden, die noch unklar ist. Du scheinst die Dinge, vielleicht auch die Hintergründe dessen, was zurzeit noch eben im Hintergrund am Laufen ist, nicht klar zu sehen. Es scheint sich alles noch etwas nebulös darzustellen. Es ist auch möglich, dass du verschiedene Dinge, verschiedene Ideen im Kopf hast, noch keine umgesetzt hast, dass diese Möglichkeiten sich einfach für dich noch nicht klar herauskristallisiert haben, noch nicht klar geworden sind, was gerade als nächstes zu tun ist. Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal warst du noch im Rückzug und da mögen sich einige Dinge für dich dargestellt haben oder nochmal dargestellt haben. Aber es ist noch, du bist noch im Unklaren. Man ist noch ein wenig vernebelt, gedanklich vernebelt. Du spürst aber schon, dass es weitergeht. Du spürst, dass hier schicksalhafte Veränderungen am Werke sind, dass hier eine wichtige Lernaufgabe jetzt und hier in deinem Leben ist, die du wahrnehmen musst und solltest. Du spürst, dass es einen wichtigen Schritt gilt zu gehen, dass du spürst und hast schon im Gefühl, dass ein Wechsel des Alten zum Neuen hin erfolgen soll, nämlich dass etwas Neues beginnt. Und wenn du auf die Liebe schaust, dann hat das damit zu tun, dass es schicksalhafte Verbindungen gibt, wo du dich teilweise auch wie in einer Achterbahn fühlst, ne? Mal rauf, mal runter, mal hü, mal hott. Ich möchte gerne, aber ich weiß noch nicht wie. Aber die Zeit ist jetzt reif für Neues. Das steht hier eindeutig fest. Und es geht darum, die Klarheit zu gewinnen für den Glück, für das Glück und den Erfolg. Du hast Zuversicht, du hast die Hoffnung, dass sich alles viel besser entwickelt, als du gedacht hattest. Du spürst das schon. Das ist hier das, was gerade ist. Und also deine Intuition gibt dir die Klarheit über die Wahrheit, dass sich alles zum Guten wenden wird. Dass alles unter einem guten Stern steht. Und du musst immer wissen, du bist beschützt. Ja, das, worum es geht, in diesen Dingen bist du beschützt. Da steht auch Gottvater an deiner Seite, die Engel stehen an deiner Seite, um dir die Wahrheiten zu bringen, die Klarheit, gerade jetzt. Ja, in diesem Augenblick, zu dieser Zeit und um dich eben zu beschützen. Es ist eine absolute Schutzkarte. Und es mag auch, ne, für den einen oder anderen hier um eine große, aussichtsreiche Liebe gehen. Es geht darum, sich auch hinzugeben, seinen Gefühlen hinzugeben. Und zu wissen, ich gehe in eine glückliche Zukunft. Denn diese Liebe,
die ich in mir spüre, die Liebe zu meinem Herzensmenschen, ne, für alle die, die da einen Herzensmenschen im Kopf haben, die steht unter einem sehr guten Stern. Was vielleicht noch zu wenig beachtet wird, ist, dass man hier, dass hier angezeigt ist, dass du deinen eigenen Standpunkt viel mehr verteidigen solltest. Das, was in dir ist, was du fühlst, was du denkst und was du weißt, wo es hingehen soll, sollte verteidigt werden. Das wird zu wenig beachtet. Hier musst du nochmal genau hinschauen, wo fühle ich mich bedroht, wo fühle ich mich angegriffen. Auch durch Dritte, ja, durch zweite, dritte, vierte Person, das mögen mehrere Personen sein, durch die wir uns angegriffen fühlen. Das mag auch um Eifersucht, um Neid, Streit gehen. Es mag darum gehen, dass dir jemand diese Beziehung, ja, ne, wenn ihr auf diese eine Beziehung schaut, dass die euch nicht gegönnt wird, dass jemand, also Menschen, euch diese auch neidig machen, euch nicht gönnen. Und dass sie in diesem Sinne immer wieder versuchen, euch anzugreifen, ja, eure Gedanken und Ideen als schlecht dastehen zu lassen. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass du zu dir selber stehst, ja, dass du deinen eigenen Selbstwert kennst, die Selbstliebe hast, um zu dir selber zu stehen, für diese Liebe zu kämpfen und sich auch durchzusetzen, ja, diese Angriffe letztendlich abzuwehren. Es mag sein, dass vor kurzem hier mit mehreren Personen, das kann eine Frau und ein Mann sein, also zumindest zwei Personen, dass du Auseinandersetzungen hattest, die auch sehr rücksichtslos waren, also dir gegenüber, wo man keine Rücksicht auf deine Gefühle genommen hat, die versucht haben, dagegen anzukämpfen, wenn du vielleicht auch mal gesagt hast, ich möchte dieses oder jenes und ich möchte diesen und jenen Weg gehen. Ja, die Karte weist darauf hin, dass hier Streitigkeiten mit anderen Personen zurzeit in der Luft liegen. Und das beschäftigt dich noch sehr stark. Darüber machst du dir Gedanken. Deswegen bist du hier im Unklaren. Aber es geht darum, sich dieser Konfrontation zu stellen. Diesen Niederlagen, ja, diese scheinbaren Niederlagen, die andere euch beibringen wollen, diese Niederlagen zu überwinden. Sich das selbst wert zu sein, für sich einzustehen, um dadurch in die Klarheit zu kommen, um dadurch in den Neuanfang zu kommen. Und um in den Etappensieg praktisch der Neuen der Kelche zu kommen. In diese, denn das ist hier schon angezeigt, dass es dahin gehen soll und dass du dich dafür einsetzen sollst, dass du dich für die Liebe einsetzen sollst. Ja, einsetzen für die Liebe, um gemeinsam mit dem Herzensmenschen das Leben genießen zu können, in Freude, Glück und Herzlichkeit. Ja, bei dieser Karte sind wir noch nicht am Ziel angelangt, aber es ist ganz klar angezeigt, dass dieses in Aussicht steht, dass gute, glückliche Zeiten in Aussicht sind, die Phase des Wohlbefindens, der Zufriedenheit, ja, der Geselligkeit und das Leben mit dem Herzensmenschen, ja,
ja, das geht ja hier um die Gefühle, die Gefühlswelt, auch zu genießen. Ja, wir wollen in dieses Genießen reinkommen und das hast du auch verdient. Ja, du hast ja schon an dir gearbeitet. Du bist nicht mehr am Anfang dieses Weges, du bist schon mittendrin und du kämpfst schon dagegen an, im Äußeren, und du kämpfst für deinen eigenen Standpunkt. Das alles wird hier angezeigt und es wird auch anstehen, dass du es immer mehr schaffst, in die Bewegung zu kommen. Ja, die Bewegung, die Veränderung ist hier angezeigt mit Leidenschaft, mit Liebe und Leidenschaft für die inneren Werte, für die inneren Ziele, ja, die die Liebe betreffen, auch einzustehen, hier ins schnelle Handeln zu kommen, dass du dafür sorgst, dass hier eine Veränderung eintritt, dass du dich selber an erste Stelle stellst und dass du dich von deinen Gefühlen, diesen positiven Gefühlen, die du in dir trägst, mitreißen lässt. Dass du spürst in dir, ja, ich bin bereit, das Risiko einzugehen, weil ich auch diese Abenteuerlust in mir spüre. Die Abenteuerlust auf das Kommende, was sich hier klar anzeigt. Es mag hier aber noch etwas kommen, was auch mit Behörden zu tun hat, Behörden und Amtsangelegenheiten. Da scheinen noch Streitigkeiten im Argen zu liegen. Vielleicht auch hier weist diese Karte darauf hin, noch im Unklaren zu sein. Irgendwelche Entscheidungen, die von Behörden, Ämtern oder auch polizeiliche Entscheidungen, polizeiliche Dinge, die noch zu klären sind, im Hintergrund zu laufen. Ja, das liegt hier an und ist wahrscheinlich, sage ich mal wahrscheinlich, kurz davor, auch öffentlich zu werden. Ja, das und diese Gedanken, Ideen, diese Impulse, die da kommen werden, die werden dich auf jeden Fall in die Klarheit bringen. Die werden dir helfen, diese Unklarheiten zu beseitigen, um noch besser vorangehen zu können hier. Schauen wir mal, was da die Zusatzkarten noch zeigen mögen. Ich lege zuerst nochmal, lieber Großvater, auf das Rad des Schicksals. Welche Informationen mögen noch zum Rad des Schicksals fallen? Das will ja auf dich zukommen. Ja. Also es geht darum, dass du tatsächlich hier gemeint bist. Ja, hier ist ein König, also eine männliche Person gefallen. Ihr müsst selber schauen, ob ihr das umdreht auf eure Situation. Ich sagte ja, die Personenkarten sind geschlechtsneutral, aber hier jetzt in meiner Legung ist tatsächlich, bist du gefallen. Aber es kann eben auch dein Partner sein, dein Ehemann. Und es geht darum, etwas zu geben, zu handeln, ja, zu handeln und in die Aktivität zu kommen. Welche Klarheiten wollen hier kommen? Ich hätte gerne noch Karten auf die Klarheit und auf die Königin der Schwerter.
brauche noch Klärungskarten. Was soll hier klar werden? Die Dinge, die noch unklar sind, die noch nicht gezeigt haben. So. Also wir kommen hier in die Klarheit, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, die wichtig sind. So, ich will das mal so machen, damit ich die Karten noch sehen kann. Ja, es geht darum, dass du dich tatsächlich beschäftigen musst. Du gehst hier nochmal, das ist eine Lernaufgabe, du gehst hier nochmal durch die Schule des Lebens, durch deine persönlichen Lernaufgaben und du solltest fleißig daran arbeiten, fleißig und beständig am Ball bleiben, hier in die Klarheit zu kommen. Du bist ein fleißiges Bienchen, also du bist dabei, ganz klar, jetzt hier in der Gegenwart am Ball zu sein. So, dann wollen wir nochmal gucken. Ich hatte nach Klärungskarten zur Königin der Schwerter gebeten. Und es ist tatsächlich so, dass diese Konflikte, die anstehen, die Dinge, worum du kämpfst, noch undeutlich sind. Ja, das sagt auch nochmal ganz klar, bestätigt praktisch diese Themenkarte. Es liegt noch einiges im Dunkeln. Es gibt noch Stimmungsschwankungen, es gibt Illusionen, ja, es mag auch Lügen und Betrug geben, ja, denen wir zu leichtgläubig entgegentreten, also die wir nicht wahrnehmen, die wir nicht wahrhaben wollen, weil wir noch zu sehr beeinflussbar sind. Und es wird hier aber ein Gewitter geben, ja, diese Entscheidungen, die von den Behörden und Ämtern kommen, Entscheidungen, Bescheid, irgendetwas, was dir Klarheit bringt, aus dem Dunkel ins Licht zu kommen. Ja, Ärger, Streit, Wut, Bedrohung, da wird auf jeden Fall etwas kommen. Aber diese Karte zeigt an, dass du tatsächlich auf der Reise bist, dass du dadurch Erkenntnisse gewinnst, die dich weiterbringen auf deinem Weg. Es mag noch ein klein wenig dauern, aber du bist unterwegs und du bist zu deinem Ziel unterwegs. Und diese Dinge, die hier geschehen, Streitigkeiten, Konflikte, ja, äußere Erkenntnisse, ne, die, wie gesagt, durch Ämter, Behörden kommen mögen, die bringen dich auf jeden Fall weiter auf deinem Weg. Und du sollst hier voller Hoffnung und Zuversicht sein und du sollst hier voller Vertrauen sein. Denn du trägst die Sehnsucht nach deinem Herzensmenschen, nach deiner Seelenliebe in dir. Du trägst die Träume in dir und du erhältst auch Träume, das besagt auch die Karte. Und du sollst an deiner Hoffnung, an deinem Vertrauen auch zu Gott Vater festhalten. Was möchte hier noch gesagt werden? Gibt es noch etwas, was ich dem Kollektiv hier zu sagen sollte? Lieber Großvater. Okay.
Du sollst in die Verantwortung gehen. Ja, das ist die Karten sprechen miteinander. Du sollst Verantwortung tragen. Vielleicht tragen lernen. Du solltest die Verantwortung übernehmen. Für dich. Und für deine Königin. Ja, hier ist die Königin gefallen. Die weibliche Hauptperson. Das kann deine Partnerin sein. Ja, wenn du weiblich bist, dann ist es auch dein Gegenüber. Du sollst die Erfahrungen, die jetzt gemacht werden, sehr ernst nehmen, sehr wichtig nehmen. Du solltest voller Treue und Ehre für dich und deinen Herzensmenschen eintreten. Empfange die schönen positiven Energien von deinem Herzensmenschen und schau, was du tun kannst, um hier in die Fülle der Emotionen zu kommen, die Fülle der Emotionen zu leben. Denn diese weibliche Person ist dein Schatz. Für dich bedeutet diese Königin dein Schatz. Und es mag auch darum gehen, auf einer anderen Ebene, dass du durch diesen Schatz oder auch anderweitig durch den Weg zu dieser Königin zu großem Geld kommst, Wohlstand, Eigentum ist hier angezeigt. Es ist die Vermehrung von Gewinn angezeigt. Du wirst etwas hinzugewinnen. Denn diese weibliche Person ist dein wahrer Schatz. Und das solltest du nicht vergessen. Und wenn du die Verantwortung trägst, die Verantwortung übernimmst, wenn du in die Reife kommst, und aus deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, gerade auch in der kürzlichen Vergangenheit, lernst für dich einzutreten, dann liegt hier absolut der Neuanfang, alle Chancen und Möglichkeiten, gute Gelegenheiten, jetzt noch im Winter, sind hier sichtbar. Es ist dieser Neuanfang, der sich auch mit der Welt schon angekündigt hat, sichtbar. Du kommst mit der Königin, mit deiner Königin, die dein wahrer Schatz ist, kommst du in einen Neuanfang. Alle Chancen sind dafür gegeben. Jetzt, im Winter, in dieser Jahreszeit. Jetzt möchte ich nochmal mit den Skipperkarten gucken. Was möchte hier noch gesagt werden? Es muss noch gesagt werden. Was ist hier und heute wichtig für das Kollektiv? Was sollte hier noch gesagt werden? Okay. Denn es geht hier um die gute Dame, ja, deine Königin ist eine gute Dame, sie ist klug und weise und sie ist eine Person, der du vertrauen kannst. Sie kann auch, wenn du das möchtest, dein Ratgeber sein.
Und sie ist auch, du siehst sie auch als reiches Mädchen, ja. Du siehst sie als eine angesehene Frau in der Gesellschaft. Du weißt, dass sie auch hohe innere Werte hat. Und das geht ja gar nicht rum, ne, das ist das reiche Mädchen, aber hier ist mehr damit, möchte zum Ausdruck kommen, die inneren Werte, die dein Gegenüber in sich trägt, hat. Dass sie gute Anlagen, gute Fähigkeiten hat und gute Werte in sich trägt. Und es mag für dich im Moment viel Arbeit und Mühe bedeuten, diesen Weg zu gehen, den ich gerade schon angesprochen habe, für dich einzutreten, auch gegen die anderen Personen dich zu behaupten, dich durchzusetzen, mit diesen Dingen, die noch auf dich zukommen, fertig zu werden, das Richtige umzusetzen. Aber wenn du diesen Weg gehst, deinen Herzensweg zu deinem wahren Schatz, zu deiner Königin, dann liegt hier der absolute Gewinn. Es ist es ist hier auch der unverhoffte Geldsegen angesprochen. Also du wirst auf jeden Fall auch in finanzieller Hinsicht eine Bereicherung erfahren. Auch wenn du hier Dinge loslassen musst, ja, altes loslassen, altes, was nicht mehr dienlich ist, oder wenn du dich aufmachen musst und etwas zurücklassen musst, um diesen neuen Weg zu gehen, dann sei sicher, dass auf jeden Fall in finanzieller Hinsicht auch für dich gesorgt wird. Du brauchst keine Angst und Sorge zu haben, dass du hier in irgendeiner Weise einen materiellen Nachteil erleidest. Es ist unverhofftes Geld, was hier schon im Seelenplan festgeschrieben wird. Und es ist nicht nur das Materielle, was hier angesprochen wird. Nein, hier wird auch die Verbindung angezeigt, die auf dich zukommen wird, die im Verborgenen schon gesehen wird, die du dir wünschst, ob es nun eine tatsächliche Heirat ist. Ja, die Karte steht als Ehestandskarte, aber sie bedeutet natürlich auch, dass ihr euch erst, dass ihr euch begegnen müsst. Also falls ihr euch noch gar nicht begegnet seid, ja, es gibt ja Beziehungen, da steht eine Begegnung noch im Raum. Die steht bevor, dann weist diese Karte auch auf diese Begegnung hin, auf die Zusammenführung von dir und deinem Herzensmenschen. Also ihr werdet hier zusammengeführt, um euch zu begegnen, um vielleicht auch zu reden über alles, was noch zu klären ist und führt. Wenn du es denn willst und wenn dein Gegenüber es willst, auch in die absolute irdische Verbindung. Ja, kann eben in die Hochzeit, in den Ehestand führen. So, dann schaue ich mal, was Gottvater heute noch für Botschaften für dich hat, was jetzt wichtig ist, um diesen Weg zu gehen, den du gerade durchschreitest. Ja, das Gewitter zeigt an, dass Dinge in der Luft liegen, die sich durch etwas, was aus dem Außen kommt, entladen werden. So, Gottvater, mein Großvater, möchte dir sagen,
Gib die Richtung, in die du gehst, gib die Richtung nicht vor. Sei du wie ein Wasserfall. Lass dich fallen und springe über Hindernisse hinweg, als wären sie Steine im Wasser. Kümmere dich nicht um sie, denn wer sich kümmert, wird im Kummer ertrinken. Also du sollst ganz klar in dir selber den Weg des Herzens, den du ja erkannt hast, als Wahrheit ansehen, dafür eintreten, aber im Fluss der Dinge bleiben, die gerade geschehen und die jetzt in naher Zukunft auch auf dich zukommen werden. Du sollst dich einfach dem Fluss hingeben, dich fallen lassen. Und wenn Hindernisse auftauchen, dann springe über sie hinweg. Tu etwas. Handel und springe über sie hinweg. Siehe die Steine, das sind immer die Möglichkeiten, wo wir Boden fassen, im Wasser der Gefühle, die Steine zu erkennen und die Steine unter dir, die sich bieten, wo du Halt fassen kannst, auch zu sehen und zu nutzen. Damit du nicht im Kummer ertrinkst. Ich schaffe diesen Augenblick und bin bereit, das loszulassen, was nicht mehr zu mir gehört. Ich nehme an, was ich bin. Und ich nehme dieses Jetzt an. Gott Vater möchte dir noch sagen, sorge dich nicht. Das Leben wird für dich sorgen, wenn du dich ihm nicht selbst entgegenstellst. Das Leben sorgt für dich. Tritt ein für dich und deinen Seelenweg, deinen Herzensweg, deinen Herzensmenschen. Mach dir keine Sorgen. Sei das Wasser, gib dich dem Fluss des Lebens hin, immer den Dingen, die heute auf mich zukommen, nur damit fertig zu werden. Morgen ist vielleicht was anderes dran. Und so werden wir ohne Sorge durch den Tag gehen können. Und immer das in Angriff nehmen können, was jetzt heute gerade wichtig ist. Was ist heute der Schritt, den ich gehen sollte und den ich gehen kann? Ja, das muss ja, die Möglichkeit muss ja bestehen. Was mögen wir die Erzengel noch sagen? Was mögen wir die Erzengel mit auf den Weg geben? Dann wollen wir mal wieder vom Boden aufheben. Die ist wirklich weit geflogen. Die sollte ganz besonders zu dir kommen. Habe immer Mitgefühl mit dir. Erzengel Zabkiel will dir sagen, erweiche dein Herz bezüglich dieser Situation und aller Menschen, die darin involviert sind, einschließlich deiner eigenen Person. Fühle mit. Erzengel Jeremiel will dir sagen, nimm eine Inventur deines Lebens vor und beschließe, alles zu verändern oder zu heilen, was nicht im Gleichgewicht ist. Halte mal einen Lebensrückblick. Schau mal zurück, wie
hat sich mein Leben gestaltet? Wie bin ich voran und weitergekommen? Welche Lebensumstände haben mich dahin getragen, wo ich heute stehe? Welche Personen sind beteiligt? Welche Personen tun mir nicht mehr gut? Wo muss ich Altes abschließen, um diesen neuen Weg zu gehen, damit ich in mein Glück komme? Und indem ich zulasse, dass dieses Neue sein darf, bin ich auf meinem Herzensweg und bin ich bei mir selber auch angekommen. Wir brauchen manchmal dazu die Kraft des Hellsehens. Erzengel Raziel will dir sagen, ich verhelfe deiner spirituellen Sehfähigkeit zu vollem Erwachen, damit du klar die Liebe Gottes in allem sehen kann. Das soll uns helfen, das Klarsehen. Ja, das hatten wir hier auch schon. Klarsehen, um was geht es hier wirklich? Wo führt mich mein Weg hin? Auch über diese Hindernisse und Hürden, die gerade anliegen mögen. Denn du sollst immer wissen, sagt dir nochmal Erzengel Jeremiel, alles ist gut. Alles geschieht genau so, wie es geschehen soll. Mit versteckten Segnungen, die du bald verstehen wirst. Ja, damit ist das angezeigt, worüber ich eben gesprochen habe, was vielleicht jetzt noch nicht ganz klar gesehen werden kann und wo du die Hoffnung und Zuversicht und das Vertrauen haben solltest, dass alles gut wird. Und genau das sagt dieser Erzengel jetzt noch einmal. Es sind versteckte Segnungen, die Dinge, die du noch nicht sehen kannst, haben aber etwas damit zu tun, dass sie dich auf deinem Weg vorwärts bringen. Du wirst dies bald verstehen. Du wirst aus diesen Unklarheiten, aus diesen Illusionen auch, die man sich manchmal macht, wie die Dinge sein könnten, wirst du herauskommen. Und du wirst ganz klar in deinen Sieg kommen. Erzengel Sandalfon sagt dir, deine Gebete wurden gehört und werden beantwortet. Lass nicht nach in deinem Vertrauen. Vertrauen und Hoffnung. Ja, die Karten sprechen hier. Du wirst siegreich sein. Du wirst hier durch Arbeit und Mühe, die erforderlich ist, wirst du in die materielle und emotionale Sicherheit ankommen. Du wirst bei deinem Schatz ankommen, der hier schon angezeigt ist. Nehmen wir die Engel noch sagen. Was muss hier noch gesagt werden? Was ist wichtig? Oh, oh, oh. Das ist so einiges. Und die Zeichen fallen wieder vom Himmel auf die Erde. So, dann wollen wir mal schauen. Der Engel Patience will dir sagen, jetzt ist die Zeit zum Lernen und Informationen sammeln. Genieße es, lernender zu sein, hier in der Schule des Lebens. Denn in der Zukunft wirst du dein Wissen anwenden. Jetzt ist die Zeit zum Lernen. Der Engel Aurora möchte dir sagen, neue geistige und hellsichtige Erfahrungen verändern deine Sicht der Welt und deiner selbst.
Erlaube deinen geistigen Gaben, sich zu entfalten und durch Lernen, Beten und Meditieren. Ja, wir hatten hier eben auch schon Erzengel Raziel, der auch gesagt hat, du kannst hell sehen, du bist in der Lage, genau zu sehen, wie deine Zukunft aussieht, wo du hin willst, wo es dich hinführt. Der Engel Rochelle möchte dir sagen, indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr folgst, wirst du zu Wohlstand kommen. Zu Wohlstand, und da ist immer der innere und äußere Wohlstand mit gemeint, den ich ja eben schon angesprochen habe. Und wenn du spürst, wo es hingeht, dann wirst du dich gut fühlen, weil du die Freude spürst in dir. Und das will der Engel Aurora sagen. Du bist vielleicht nicht immer, aber du hast immer wieder Zeiten in deinem Leben, vielleicht wenn du zur Ruhe kommst und in dich selber hineinspürst, wo du auf einem Höhenflug bist. Das mag für andere bedrohlich sein, doch komm nicht herunter. Bleibe auf deinem Höhenflug. Die anderen lassen sich bald durch dein Beispiel inspirieren. Habe also keine Sorge, dass du schlecht dastehst oder dass die anderen negativ über dich denken könnten, wenn es dir gut geht, wenn du dich im Zustand der Liebe und Zuneigung befindest und lächelst und strahlst und spürst, wie schön alles ist, was da ist und was sein wird in Zukunft, dann lasse dich nicht negativ beeinflussen. Bleibe bei dir und genieße diese schönen Gefühle in dir und baue sie jeden Tag mehr aus. Denn der Engel Serena möchte dir auch sagen, ich bin der Engel der Fülle. Du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand. Habe Vertrauen. Also falls du dir hier noch Gedanken machen solltest um deine finanzielle zukünftige Sicherheit oder soziale Sicherheit, ja, dass du dich, vielleicht musst du dich beruflich umorientieren oder neu orientieren, aber sei im Vertrauen, weil der Engel der Fülle ist an deiner Seite und zeigt ganz klar an, dass du jegliches Geld bekommen wirst, das du brauchst, um gut leben zu können, um sehr gut leben zu können. Denn wir haben hier die Fülle gehabt, ja, diesen großen Geldgewinn. Irgendetwas, wenn du den Weg gehst, den du in deinem Herzen spürst, den du in deinen Gedanken fühlst, den du schon klar hell sehen kannst, dann wirst du gerade auch im materiellen Sinne immer in Fülle versorgt sein, weil deine innere Fülle sich im Äußeren spiegeln wird. Schauen wir nochmal die Engel, die hier noch etwas sagen mögen. Was wollen die Engel dir noch mitgeben? Der Ozean. Das tiefe blaue Meer spricht zu deiner Seele, heilt und besänftigt dich. Selbst dein freudiger Gedanke, in seine heilenden Fluten einzutauchen, wird zu wünschenswerten Resultaten führen. Noch besser ist es, wenn du dich physisch in der Nähe des Ozeans aufhältst. Erlaube seiner Macht und Schönheit, alle Sorgen und Ängste wegzuwaschen. Vielleicht mag der eine oder andere von euch auch tatsächlich am Meer, vielleicht sogar am Ozean
oder Pazifik, wo auch immer oder an einem Gewässer wohnen, dass gerade du hier angesprochen bist, zum Wasser zu gehen und dich mit dem Wasser, also mit dem Meer der Gefühle zu verbinden und die innere Schönheit zu genießen und sich aufzutanken. Denn diese Kraft und Ruhe brauchst du, deine emotionale Kraft und Ruhe, weil es geht hier darum, dass ein neuer Partner tatsächlich in dein Leben kommen möchte. Ja, es mag für den einen oder anderen ein ganz neuer Partner sein. Es mag auch ein ganz neuer Seelenpartner sein, der hier auf dich zukommt. Es mag aber auch eine alte Liebe sein, der wir früher schon mal begegnet sind. Eine zufällige Begegnung ist kein Irrtum. Es gibt keine Zufälle, habe ich eingangs schon gesagt. Sie ist von den himmlischen Kräften orchestriert als Katalysator, damit die Dinge in Gang gebracht werden, die deine Gebete Früchte tragen lassen. Achte aufmerksam auf alle neuen Menschen, die von uns gesandt in dein Leben treten. Du wirst sie durch dein Gefühl der Vertrautheit und Unbeschwertheit erkennen und wissen, dass dir durch diese Person nur Gutes widerfahren wird. Achtet also auf alle Personen, die in euer Leben treten mögen, weil sie alle, jegliche Begegnung, haben etwas mit uns zu tun und es wird auf jeden Fall eine Segnung sein. Oder es geht hier auch um diese alte Seelenliebe, die jetzt wieder auf euch zukommen soll, was schon überall angezeigt wird. Und darin liegt auch deine Lebensaufgabe. Viele Menschen fragen immer wieder nach dem Sinn des Lebens, nach der Lebensaufgabe. Und wir sind hier gerade in einem Prozess, wo es um eine Lebensaufgabe geht. Wir sind in dem Prozess, Klarheit zu gewinnen, hineinzuhorchen. Denn der Engel möchte dir hier sagen, der Sinn deines Lebens besteht darin, auf eine Weise zu dienen, die dir selbst und anderen große Freude bringt. Mach dir keine Sorgen, ob du deine Lebensaufgabe finden wirst. Richte deinen Fokus stattdessen darauf, in den Dienst einer guten Sache zu treten. Und dann wird deine Lebensaufgabe dir behilflich sein. Also alles das, wo unser Herz, unser Herzensweg uns führt, der führt uns immer zu unserer Aufgabe im Leben, zu dem Sinn unseres Lebens. Weshalb sind wir hier? Und da mag noch etwas ganz Großes im Hintergrund sein, was du vielleicht auch noch nicht ganz klar sehen kannst, weil wir hatten ja auch hier noch die Unklarheiten. Also es hat nicht nur mit dem Finanziellen zu tun und dieser Seelenpartnerschaft, die hier gelebt werden darf und kann. Es hat auch was damit zu tun mit deiner Bestimmung, mit deiner Berufung. Ja, du gehst genau jetzt auf diesem Wege, auf dem Weg deiner Bestimmung, deiner Berufung, das, was passiert, ist Schicksal. So, ihr Lieben, ich denke mal, für heute sind das genügend unterstützende Energien, die ich euch mitgeben konnte. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Ihr seid nicht allein. Ihr seid immer zu euch selbst angebunden. Ihr seid, wenn es diese Seelenliebe in eurem Leben gibt, und davon gehe ich aus, weil die mehrfach hier angesprochen war, ihr seid immer stark verbunden mit eurem Herzensmenschen, mit dem ihr auch nonverbal kommunizieren könnt.
Und ihr werdet in eure Bestimmung gehen. Alles, alles Liebe von Herz zu Herz. Bis zum nächsten Mal. Euer Engel Christiane.